Keep cool on hot days. Heiß, heißer Sommer und die Tiere brutzeln in der Hitze genauso wie wir Menschen. Während wir schwitzen und uns auf verschiedenste Weise abkühlen können, wenn uns danach ist, so dürfen wir unsere Haustiere dabei unterstützen, Abkühlung zu erfahren. Katzen und Hunde schwitzen über die Pfotenballen und zwischen den Zehen. Hunde hecheln, um sich etwas Erleichterung zu schaffen. Siehst du hingegen eine Katze hecheln, ist höchste Eisenbahn für Abkühlung und sie ist oft ein Fall für den Tierarzt. Es droht ein Hitzschlag. Damit es nicht so weit kommt, hier ein paar Tipps zur Coolness für unsere Vierbeiner während der heißen Jahreszeit. Gassi gehen darfst du mit deinem Hund früh morgens oder spät abends in den kühleren Stunden. Tagsüber am besten nur kurz die Geschäfte erledigen lassen und ab in die hoffentlich kühle Wohnung. Freigängerkatzen sind härter im Nehmen. Selbst wenn sie draußen sind, suchen sie sich selbst ein Schattenplätzchen. Natürlich gibt's bei allen Tieren auch die Sonnenanbeter. Achte trotzdem darauf, dass deine Tiere es nicht übertreiben. Katzen putzen sich oft, wenn es heiß ist. Das erzeugt einen Verdunstungseffekt und kühlt die Katze ab. Weil Katzen dadurch einiges an Wasser verbrauchen, ist dies hier wichtig. Flüssigkeit. In jeder Form. Von außen und von innen. Biete immer wieder frisches, kühles Wasser zum Trinken an. Du kannst das Trinkwasser für deine Tiere mit Eiswürfeln verfeinern. Ein kleiner Pool zum Wassertanken, aber auch zum Planschen hilft bei der Abkühlung der Hunde. Wahlweise geht auch ein Weiher, ein Bach oder die gute alte Dusche sowie der Wasserschlauch im Garten. Für drinnen eignet sich ein nasses Handtuch, das du auf deinen Vierbeiner legen kannst. In dieser Art und Weise kannst du auch nur die Pfoten abkühlen. Viele Katzen und Hunde dulden das, weil sie den kühlenden Effekt bemerken. Nasse Handtücher kannst du auch über dein Nagergehege oder über einen Wäscheständer im Zimmer hängen. Dies drosselt die Temperatur im Raum ein wenig. Piepmätze finden eine kühle Dusche aus der Blumenspritze sehr erfrischend. Reiche deiner Katze oder deinem Hund gerne ein kühles Eis. Achte darauf, dass keine Milchprodukte enthalten sind. Das könnte bei Katzen zu Unverträglichkeiten führen. Stelle doch gerne ein Eis selbst her. Versuch mal Nassfutter einzufrieren und biete dies nur in kleinen Mengen an, damit es keine Magenprobleme gibt. Gerne schlägt dein tierischer Freund die leckere Abkühlung. Eiswürfel aus etwas nicht zu salziger Hühnerbrühe bringen auch Erfolg und sind ein gern gesehenes Leckerli zur Abwechslung. Kühlmatten oder Kühldecken sind nach einer Zeit der Gewöhnung auch ganz gern gesehen. Naja, bei meinem Hund Titus hat es ungefähr 2 Jahre gedauert, bis er die toll fand, aber hey, jetzt ist er dankbar dafür. Nimmt dein Vierbeiner das nicht gleich an, so beziehe die Kühlmatte gerne mit einem dünnen Kopfkissenbezug oder Stoff. Das ist bequemer. Besonders Hunde mit dickem oder langem Pelz tun an getrimmtem Fell sehr gut. Bei 32 Grad in der Sonne mit einem Pelzmantel herumzulaufen, würde dir auch nicht so gut gefallen, stimmt's? Bürste deinen Hund öfters mit einem Trimmstriegel. Wenn deine Katze das duldet, warum nicht auch bei ihr anwenden? Der Besuch eines Tierfriseurs kann auch helfen. Dieser erklärt dir genau, wie er das Fell schert, damit dein Tier nicht schwitzt, aber auch keinen Sonnenbrand bekommt. Ventilatoren und Klimaanlagen bringen zwar die gewünschte kalte Luft, dürfen aber mit Vorsicht genossen werden. Zu kalte Luft kann sowohl bei unseren Tieren als auch bei uns zu leichten Verkühlungen oder Kreislaufbeschwerden führen. Bitte richte einen Ventilator nie direkt auf dein Tier und lass ihm immer die Möglichkeit, aus dem Feld des Ventilators zu gehen. Ach übrigens, wie wäre es denn mit dem Fächer? Da fühlen sich unsere Liebsten bestimmt wie Kleopatra auf ihrem Thron. Ein kleiner Scherz am Rande. Viele Tiere mögen kalte Fliesen und so suchen Katzen und Hunde, aber auch Kaninchen oder Meerschweinchen oft die kalten Fliesen, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Du kannst sie vor der Benutzung in den Kühlschrank legen. Solltest du Teppichboden haben, so biete deinen Vierbeinern gerne eigens angeschaffte Fliesen an, auf die sie sich legen können. Kühlpads gehen auch. Darauf zu achten ist, dass du sie vor Gebrauch in ein Küchenhandtuch wickelst. Schatten. Halte deine Wohnung dunkel, lass die Rollos runter oder hänge Tücher über die Fenster. So bleibt die Hitze draußen. Achte auch auf einen Schattenplatz für deine Katze auf deinem Balkon oder im Garten. Wenn du einen Keller oder einen besonders kühlen Raum hast, so verschaffe deinem Tier Zugang dazu.
So, und wenn dir jetzt sonst noch irgendwas einfällt, hinterlasse deine Ideen und Tipps gerne in der Kommentarfunktion. Lass uns unseren Tieren einen kühlen, erträglichen Sommer bescheren. Alles Liebe, deine Tanja Hansen.